Wir sind heute in Paderborn, genauer gesagt bei Fahrzeug- und Lackiertechnik Niggemeier. Dort schauen wir uns an, wie sich das Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit aufstellt und welchen Anteil die Stickstofflackierung dann hat. Bei mir ist jetzt die geschäftsführende Gesellschafterin Mona Niggemeier-Hollmann. Wo stehen wir hier gerade, Frau Niggemeier-Hollmann? Wir stehen hier tatsächlich im ältesten Bereich der Firma. Das Herzstück, die beiden Kabinen mit den anliegenden Öfen, sind, als wir umgezogen sind aus der Innenstadt 1979, eben hier als erstes gewesen. Das war so der erste Gebäudeteil und sukzessive sind wir dann gewachsen auf nun 6.500 Quadratmeter umbaute Fläche oder bebaute Fläche. Und jetzt sind wir hier im vollen Gange in der Lackierstraße angekommen. Mhm. Sie haben den Betrieb also sukzessive erweitert, auch technologisch, wahrscheinlich auch was die Mitarbeiter angeht. Wie viele Fachkräfte beschäftigen Sie hier? Wir haben zurzeit 65 Mitarbeiter. Mhm. Und an Fahrzeugen, was geht da so pro Woche durch den Betrieb? Da kann man sagen, dass wir 150 Fahrzeuge pro Woche durchziehen. Mhm. Dementsprechend sind natürlich Prozessschnelligkeit oder Geschwindigkeit ein großes Thema für uns. Wie sind Sie aufgestellt? Wie verteilt sich so diese Arbeitsleistung im Unfallschadengeschäft? Also ca. 60% sind gesteuerte Schäden. Wir arbeiten mit fast allen Versicherungen und Schadensteuerern zusammen. 40% teilen sich nochmal etwa in 30 und 10 Privatkunden und Regiebetriebe. Also 30% machen wir für VW und Mercedes-Betriebe hier in Paderborn. Mhm. Zurzeit sind ja steigende Material- und Energiekosten in aller Munde. Auch das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Wie sind Sie da aufgestellt? Was ist da so Ihre Strategie gewesen in den letzten Jahren oder vielleicht dann auch in Zukunft? Ja, begonnen hat es im Grunde mit den Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Ging dann vor 6 Jahren weiter mit 2 BHKWs und nun eben noch die Lackierung mit Stickstoff. Mhm. Das ist eine gute Überleitung. Wie fügt sich dieses Lackieren mit Stickstoff in Ihre Nachhaltigkeits- und Energiesparstrategie ein? Ja, ganz einfach. Wir haben 20% weniger Lackverbrauch, konnten unsere Öfen reduzieren um 5 Grad und wir haben natürlich einen schnelleren Durchlauf. Mhm. Also schnellerer Durchlauf, Materialeinsparungen. Wie sieht es mit der Prozesssicherheit aus? Das ist, denke ich, auch ein auch wichtiger das Faktor. Ist, definitiv sauberere Lackierung. Bei mir ist jetzt der Fahrzeuglackierer Arthur Schick. Er lackiert schon geraume Zeit mit Stickstoff. Ja, Herr Schick, wie lange genau arbeiten Sie schon? Wir arbeiten damit? Jetzt circa seit einem halben Jahr mit den Stickstoffgeräten. Mhm. Und ist keine große Umstellung gewesen mit den Geräten. Also man, nur, dass wir den Druckunterschied haben und die Lautstärkeänderung. Haben Sie auch was bei der Materialverbrauch festgestellt? Materialverbrauch ist geringer geworden. Ja. Also wir haben schon im Gegensatz zur davor die Lackierung, haben wir 15-20% weniger Materialverbrauch. Mhm. Und Sie meinten, es gab eine Änderung bei der Lautstärke. Ist die mehr geworden oder weniger? Dadurch, dass wir durch die Stickstoffanlagen weniger Druck auf den Pistolen haben, ist die Lautstärke geringer geworden. Wir haben am Anfang mit 2 Bar Druck lackiert, den Basislack, und 2,1 Bar Druck den Klarlack. Und jetzt haben wir das Ganze reduziert auf 1,4 und 1,6 Bar. Mhm. Also beim Lackieren merkt man das schon, dass es deutlich leiser geworden ist. Bei der Qualität, was würden Sie sagen im Vergleich vorher, nachher? Wie sieht es bei den Nacharbeiten aus? Die Nacharbeiten sind besser geworden. Mhm. Also es sind weniger Staubeinschlüsse als vorher. Aber qualitätmäßig ist immer noch eigentlich alles top.